Swiss Crypto Jay, dein YouTube-Channel rund um das Thema Krypto und Vermögen. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Krypto-Fam. Ja, ihr habt heute ausgesucht, was ihr noch für einen Coin haben wollt, da ihr euch aber schlecht entscheiden könnt. Machen wir einfach Ethereum und XRP gemeinsam, dann haben wir mal sicher die beiden Petten durchgesprochen und schauen mal, wohin die Reise gehen kann. Also nach dem Intro, bis gleich, tschüss. Ja, und wir starten gleich in die Charts hinein. Ich denke, wir machen das heute eher ein bisschen kurz, dafür knackig. Als erstes lasst uns immer die Indikatoren nochmal gut anschauen, bevor wir dann nochmal was Neues sehen können. Und zwar haben wir in den Indikatoren, wir haben hier einen spannenden Pick gehabt, wurden natürlich hier sofort wieder abgelehnt beim R2, das sieht man relativ gut. Gleich wieder runterverkauft, sind aber immer noch auf dem Schnitt, ja. Bei der RSI, also sogar immer noch ein bisschen in der bullischen Hälfte, eine ganz, ganz leichte bärische Divergenz. Das kann anhand von Bitcoin liegen. Da müssen wir nachher mal ein bisschen genauer anschauen. Wenn wir uns die kurzfristige MACD jedoch anschauen, dann sehen wir, dass wir hier eine Kreuzung hatten mit der Signallinie, was bullisch war, aber jetzt bereits schon wieder uns annähern mit der Signallinie, was bereits wieder ein bärisches Signal ist. Also hier müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht nochmal runterfallen. Kann natürlich auch hier den Einfluss des 31. August sein, denkt daran, ab morgen sind wir im September, dann sieht alles dann wieder ein bisschen nüchterner aus, immer so gegen Ende des Monats wird reingedrückt, was gedrückt werden kann, um eben halt entweder die Bären oder die Bullen zu befriedigen, liegt immer ein bisschen anhand der Patterns. Hier bei der langfristigen, auch hier, wir nähern uns an, das ist für uns wirklich drei Indikatoren, die sagen, Achtung, pass auf. Der einzige, der sich ein bisschen löst, ist die EMA, aber auch hier immer noch zu nahe aneinander gekoppelt, gefällt mir nicht, keine gesunde Fächerung, ja, also auch hier immer, ist immer ein Zeichen, dass irgendwas passiert, also hier Vorsicht. Nun, was hatten wir denn in der Vergangenheit? Wir hatten hier das Head & Shoulders eingezeichnet, sind auf das Zieltarget ziemlich genau eingetroffen, haben hier auch unseren Long mitgenommen, sind dann nach oben gegangen. Also hier haben wir bereits schon sehr, sehr gut Profit und ich würde euch jetzt empfehlen, macht auf die S2, zwischen S2 und dem 0236er Fibonacci. Hier macht es auf jeden Fall Sinn, dass ihr den Stop Loss jetzt. Ich würde sogar sagen, dass wir uns, da wir jetzt ein klein neues, wir machen was Neues. Wir hauen eine neue Fibonacci rein. Passt mir eigentlich ganz gut, denn wir haben hier das Low und haben hier mal ziemlich auf unsere R3-Linie unseren Widerstand. Das heißt, wir hätten hier jetzt eigentlich ein neuer Abwärtstrend, der ein bisschen schwankt. Wir bilden immer noch Higher Highs, das ist positiv, ja. Auch hier auch Higher Lows, ja, hier Higher Lows, hier Higher Highs, das ist positiv. Also ein klassischer, schöner Aufwärtskanal, das sieht man das auch. Ja, zuerst bei der R1 hier ein bisschen Widerstand gefunden, wieder runter Luft geholt, da sind wir jetzt wieder hoch, R2, jetzt könnte es sein, dass wir wieder runtergehen, ja, müssen wir schauen, ob wir hier jetzt auf die S2 oder sogar beim 0,5er hier wieder Kraft finden und dann wieder nach oben gehen. Da müssen wir schauen. Wichtig ist, dass wir hier absolut in der Distributionszone sind. Das heißt, die Distributionszone ist natürlich sehr, sehr stark. Man sieht es hier, wir hatten nicht die Kraft, hier zu auszubrechen. Also auch hier sehr, sehr spannend. So, also wie gesagt, ich würde schauen, dass Sie vielleicht jetzt zwischen S2 und dem 0,786er hier, würde ich jetzt mal den Stop-Loss setzen, vielleicht bei 3.225, dann seid ihr sehr, sehr gut im Gewinn und könnt glücklich und zufrieden sein. Also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Alles andere sieht soweit so gut aus. Das Rising Wedge, das wir hier hatten, der Ausbruch, ja, hat nicht geklappt. Ich würde sagen, das nehmen wir weg. Das brauchen wir nicht mehr. Das Breakout hier auch, die Zielflecke auch. Die lassen wir jetzt noch stehen. Könnte sein, dass wir uns nochmals hier runter bewegen könnten. Müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen.
Aber wir lassen es jetzt mal stehen. Ja, also die Indikatoren zeigen, dass wir eher noch mal ein bisschen tiefer gehen. Macht aber nichts, wir sind ja absolut im Gewinn, somit, hey, alles gut. So, dann schauen wir uns XRP an. XRP müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen arbeiten, da müssen wir ein bisschen genauer anschauen. Auf jeden Fall müssen wir hier mal wieder die Widerstandslinien unternehmen. Also ist schon krass, ja. XRP waren wir bei 1,30, sind mittlerweile, ups, wurde nicht gelockt, ja. Und zack, sind mittlerweile wieder, waren sogar kurzfristig bei 1,04, ja. Wahnsinn, ja, dieser Abverkauf bei XRP. Ja, bei XRP hatten wir auch hier ein Rising Wedge, sind nach unten Ausbruch, haben das gut erwischt, wir haben zwei Flags genommen, hatten Durchschnitt, sind dann quasi noch weiter abverkauft worden. Es kann jetzt sein, dass einige von euch so ziemlich plus minus im gleichen Range seid. Ich persönlich würde jetzt hier einfach zuwarten, weil ihr müsst einsehen, wir haben hier den Switch gehabt mit der EMA, sind weiter runtergefallen. Jetzt gibt es zwei Szenarien, das wir hier sehen. Und das seht ihr jetzt vielleicht auch. Wir haben hier ein interessantes, spannendes Pattern, denn wir haben eigentlich ein Falling, das nach oben geht. Okay, da sind wir uns einig. Aber jetzt müssen wir aufpassen. Wir haben eine EMA, die ist eher bearish. Wenn man die Indikatoren anschaut, RSI bearish. Wir haben hier die MACD, mach es ein bisschen größer, dann sieht man es vielleicht auch ein bisschen besser. Auch hier die MACD, solange die lang wie auch die kurzfristige, beide im bärischen Bereich. Ja. Was jetzt hier sehr, sehr spannend ist, wir haben es hier nicht geschafft, hochzukommen, zu kreuzen, ja, sind wieder abgelehnt worden. Und ich sehe gerade keine Annäherung der Signal- oder der MACD-Linie. Hier bei der Langfristigen sind wir erst gekreuzt. Also für mich. Jetzt kommt es. Ja, das ist wichtig, dass ihr das sehr gut im Auge haltet. Wir haben hier ganz klar einen kleinen Abwärtstrend, das sieht man gut. Man hat hier klar ein kleines Falling, aber das schreiben wir schnell hin, ja, dass wir das gut für uns gemeinsam dann anschauen, wie jetzt der Fall nachher ausgeht. Wir haben hier ein Falling Wedge, ja, das ist gut. Aber wir haben hier eine Supportlinie, ja, die S4. Und diese Supportlinie, die ist sehr, sehr wichtig, denn es zählt jetzt nämlich, wenn ihr das miteinander verbindet, ja, das hatten wir schon sehr, sehr oft, dann wird es ein Descending Triangle. Und mit den Indikatoren, die wir gerade haben, könnte das sogar so weit sein, dass wir sogar einen Ausbruch des Descending Triangle nehmen. Hier steht Rising, Descending. Descending Triangle. So. Das wäre für mich ein sehr sensationell gutes Szenario. Denkt daran, die Akkumulationszone haben wir erst hier unten. Hier unten findet die Akkumulationszone statt. Ich muss sogar fairerweise sagen, man müsste sie sogar ein bisschen nach oben holen. Denn es wäre eher so in diesem Bereich, wäre die Akkumulationszone, so voilà. Hier noch die Distributionszone nach vorne ziehen. Dann haben wir ein sauberes Pattern. So Leute, also ganz klar für mich, wir hätten die Chance, wäre traumhaft. Auch die hier eingestiegen sind, habt keine Angst. Wir gehen hier runter, holen hier neue Kraft und dann geht es wieder hoch. Dann sehen wir vielleicht sogar in der Regel immer nach einem Descending Triangle, sehen wir in der Regel immer ein Falling. Also dann werden wir auf jeden Fall wieder hochgehen. Was aber jetzt gemacht werden muss, was nicht passt, sind natürlich die Support- und die Widerstandslinien. Die passen nicht mehr zum aktuellen Pattern. Mit dem Umzug hatte ich leider auch nicht die Zeit, das zu tun. Aus diesem Grund holen wir das jetzt kurz nach, muss da kurz noch ein bisschen die Vergangenheit mitnehmen, damit wir hier auch eine vernünftige Einzeichnung hier bekommen. Das passt mir sehr, sehr gut. Dann haben wir hier die S1, die auch immer kurzfristig zu einem Widerstand halten kann. Das dürft ihr auch nicht vergessen. Das ist ebenfalls sehr, sehr gut. Und dann haben wir die Widerstandslinien. Die Widerstandslinien finden zurzeit in
diesem Bereich statt. Hier haben wir nichts, gerade nichts in dieser Vergangenheit. Müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr zurück? Hier sehen wir vielleicht noch ein bisschen mehr. Ah, voilà, das passt sehr, sehr gut. Und dann haben wir hier oben natürlich noch einmal einen Widerstand. Der ist sehr, sehr gut. Der ist sehr, sehr gut. Sehr gut. Also, wir haben unsere Hausaufgaben wieder gemacht. Das sieht wieder vernünftig aus. Also, auch hier, Leute, passen wir auf. Der ganze Markt ein bisschen bärisch, ja, auch wenn man jetzt ein bisschen das Ganze im Overview ein bisschen anschauen will, ja, wenn man die Ethereum, Solana, dort, das sind so ein bisschen die gerade sehr gut performen, vor allem Solana, da bin ich jetzt, war ich ja auch noch vor ein paar Wochen gut eingestiegen, bin ich sehr, sehr glücklich. Bitcoin, ja, man sieht auch die Dominanz, ja, nimmt ein bisschen ab, aber auch hier, wie gesagt, wir müssen die 46 bis 45.500 verteidigen, sonst kann es sehr, sehr schnell bärisch werden. Da müssen wir sehr, sehr gut aufpassen, die EMA gut im Blick halten. Ja, und bei Ethereum ist es halt auch so, man kämpft, ja, man kämpft um alles, ja. Wenn man nochmal zurück in den Chart hineinwirft, man kämpft hier schon. Ja, wir müssen eigentlich aus dieser Zone ausbrechen, weil die 4000er, das wird dann schon ein wichtiges Level sein. Also hier, auch hier sehr, sehr gut im Blick halten. Aber wie gesagt, das ist für mich nur eine kurzfristige bärische Aktion. Ich bin immer noch sehr, sehr bullisch eingestellt. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, Freunde. Ich wünsche euch alles, alles Liebe, sage Tschüss aus der Schweiz. Und sage bis zum nächsten Video. Tschüss zusammen.